Leute, und willkommen zu meinem neuen Video, meinem neuen YouTube-Kanal. Ich mache jetzt nämlich den Aufstieg vom Fuji. Der ist nämlich 3767 Meter hoch. Und den laufen wir jetzt hoch. Wir wurden aber ein bisschen in die Mitte gebracht, also mehr als in der Hälfte, wurden wir gebracht mit einem Buskattel. Und weil die Parkplätze waren so voll alle, weil die ja auch in der Nachtgruppe gegangen sind. Und ja, genau aus diesem Grund sind wir dann mit dem Bus hierher gefahren. Und genau, jetzt starten wir und wir sehen uns in einer halben Stunde. Hallo, es ist jetzt eine halbe Stunde vergangen. Wir sind jetzt in der ersten Station. Und dieser Ausweg ist wunderschön. Wir sind durch vier halbe Steine gegangen und es war wirklich anstrengend. Aber ich fühle mich immer noch, wie als ob ich gerade aus dem Pool gekommen bin. Ich bin gerade hier im Schatten, das ist sehr angenehm. Weil irgendwie immer, wenn du so im Schatten bist, es kommt so viel Wind einfach. Ich zeige euch die Lampe. Also so sieht es gerade aus vom Fuji von der zweiten Station, also vom ersten her gesagt. Und ja, da geht's noch hoch. Und ich bin sehr aufgeregt und ich hoffe, ihr guckt auch mit. Also lasst ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Hey Leute, es ist gerade eben eine halbe Stunde vergangen und ich bin immer noch wie aus dem Pool rausgekommen. Mir geht es auf jeden Fall richtig gut und ja, also ich stehe hier gerade an der ersten Station und wirklich, wir haben noch sehr, sehr viel vor uns. Aber wenn du nach oben, also wenn wir nach oben schauen, sehen wir gerade, dass da sich so ein paar Wolken aufziehen. Ist nicht schlimm. Man kann ja durchgehen. Ja, und jetzt geht es eigentlich nur noch zickzack. Hier laufen sogar die Menschen mit dem Pferd, die nicht mehr können. Und ja, ich zeige euch mal die Landschaft. Also hier, da sieht man das so hoch, dass da eben so Wolken sind. Es geht eben da noch höher. Und dann ist es hier eben die Landschaft von oben aus gesehen, nach unten runter. Und es ist einfach so wunderschön, aber auch so mega heiß einfach. Wir müssen jetzt noch 4,7 Kilometer hochlaufen. Das sind so ungefähr 333 Minuten. Und ja, die Landschaft ist hier voll schön. Und ich freue mich auch sehr. Wir fühlen uns auch noch gut, also fit. Und ja, wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. Tschüss! Wir sind jetzt bei der achten Station auf 3100 Meter und das war jetzt ganz schön holprig jetzt. Ja, jetzt fehlt uns noch ein bisschen ein Stück bis nach ganz nach oben und wir sehen uns dann. Tschüss! Das letzte Stück war jetzt nicht so einfach, weil dann mussten wir eben nicht normal laufen, sondern immer klettern. Das war dann auch ein bisschen schwerer. Ich glaube, jetzt wird es wieder einfacher, weil jetzt wird erstmal wieder laufen und sowas. Ich freue mich auch sehr und ja. Okay. Ja.
Leute, ich habe es jetzt fast geschafft und ja, ich finde es hier gerade voll schön. Es ist zwar schwierig hier hochzukommen, aber es macht voll viel Spaß und richtig viel Bock hier hochzugehen. Also macht das bloß. Also wir haben jetzt nicht mehr so viel, bis wir dann da sind. Und ja, ich zeige euch mal die Landschaft. Also von da sind wir hochgekommen gerade eben. Hier ist dann unsere Bank gerade. Und ja, und hier sieht man auch die Leute, wie die runterlaufen. Das machen wir dann auch. Und wir sehen uns dann wieder oben. Wie versprochen, ich melde mich ganz nach oben. Ich bin oben und es ist einfach traumhaft. Es ist auch voll crazy einfach, weil du siehst hier einfach so viele Dinge und wirklich, es ist so wunderschön. Ich zeige euch, schaut euch das bitte an. Das ist wie Flugzeughöhe, okay? Flugzeughöhe. Und ganz ehrlich, es war für mich wirklich sehr, sehr schwer, für meinen Vater auch. Aber wir haben es jetzt endlich geschafft und sind jetzt da. Und wenn ihr mal runter gucken wollt, dann schaut euch das bitte an. Da gehen wir nämlich jetzt runter gleich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss. Der Abstieg hat dann nochmal 4 Stunden gedauert. Insgesamt haben wir für den Auf- und Abstieg 12 Stunden gebraucht. Die Besteigung war bislang mein größtes Abenteuer ever. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal, um nichts weiteres zu verpassen.